eingeschaltet habt, willkommen zu einem Video von mir. Heute geht's los in den Urlaub und zwar gehen wir nach Slowenien, Bosnien, Serbien, dann nochmal irgendwo in Serbien und Kroatien. Und da kommen richtig coole Vlogs dazu. Wir werden gleich losfahren, davor gehen wir noch McDonald's und dann gehen wir Richtung Slowenien. Und zwar werden wir in Slowenien so einen kurzen Stopp machen für einen Tag, werden dann im Hotel unterübernachten und genau, deswegen nehmen wir auch die Koffer nicht mit hoch, die lassen wir alle im Auto. Deswegen habe ich noch extra eine Tasche gepackt, um eben so Sachen, die ich halt brauche für die Nacht, mit hochnehmen zu können. Da sind zum einen meine Make-up-Produkte drin, dann ein Kleid, glaube ich, und mein Pyjama. Und ja, wie gesagt, wir fahren ja gleich los und dann sehen wir uns einfach im Auto oder bei Megis wieder. Jetzt hier auf einem Rastplatz und Leute, es ist so kalt. Ich bin hier in der Decke eingewickelt. Jetzt gehen wir in irgendwo einen Laden. Es gibt hier einfach ein McDonald's und jetzt hole ich mir ein McSunday, weil ich habe richtig Halsschmerzen. Ich hoffe, das hilft jetzt dagegen und ja, generell habe ich auch Bock auf ein McSunday. Ja. So ihr Lieben, ich bin hier gerade auf dem Weg zum Strand und hier sehen wir schon das wunderschöne Meer und da hinten sieht man vielleicht schon, da ist der Strand. Und genau, wir waren schon um 7 Uhr bei unserem Hotel. Wir haben gefragt, ob wir vielleicht früher einchecken könnten, weil der normale Check-in-Termin war um 13.30 Uhr, denke ich, oder 14 Uhr. Und genau, die meinten ja, das Hotel ist gerade komplett voll, deswegen, also es könnte sein, dass in 2 Stunden was frei wäre, aber gut, dann sind wir einfach ja, noch eine Stunde weiter gefahren hier zum Meer und schauen uns ein bisschen in der Stadt um und so. Wir haben ja noch heute in Slowenien und morgen fahren wir auch wieder weiter nach Bosnien und deswegen, ja, eigentlich ganz gut, dass wir früher angekommen sind. Jetzt haben wir ein bisschen uns umgeguckt und genau, jetzt tue ich mich hier weiter umschauen und nehme euch da weiterhin mit. Wir sind gerade in das Hotel eingecheckt und Leute, ich muss mir auf jeden Fall gleich frisch machen, duschen, schminken und genau, ich habe halt einfach jetzt noch ganz kurz ein anderes Kleid angezogen fürs Video einfach, weil davor sah ich aus wie ein, ich weiß nicht was. Ich zeige euch das Hotel jetzt erstmal von außen und dann noch eine Roomtour. Ich und meine Schwester haben ein Zimmer für uns alleine, das ist da hinten links um die Ecke und meine Eltern sind einen Stock höher, also richtig cool. Und jetzt gehe ich mit dem Aufzug runter und der Aufzug, Leute, sieht auch richtig cool aus. So, also erstmal von hier, von der Seite aus, sieht das Ganze so aus. Und jetzt gehe ich kurz auf die andere Seite, weil da sieht es richtig cool aus. Auch nachts werde ich das für euch mitfilmen, wie das dann leuchtet, Leute. Alter, das sah auf dem Bild so krass aus, als wir es gebucht haben. Das Ganze sieht so aus, Leute. Wow. Also, ich hoffe, ihr versteht mich. Und jetzt gehen wir rein und ich zeige euch das Zimmer, Leute. Ich finde es so cool, vor allem mit dieser Karte. Du tust, also man tut einfach so
kurz an der Tür dran halten, dann geht die Tür auf, Leute. Wow. Hier ist unser Auto und ich muss doch versuchen, meinen Koffer gleich rauszubekommen. Leute, ich habe einfach keine Klamotten. Ich brauche frische Klamotten und ich will nicht in so einem Kleid chillen. Da ist dann die Rezeption. Und hier noch irgendwie so Sitzmöglichkeiten. Und dann da hinten kann man essen. Wir haben jetzt kein Abendessen gebucht, aber halt Frühstück. Und die Treppen, finde ich, sehen auch wow aus. Und jetzt gehen wir mit dem Aufzug wieder hoch. So, und dann ist es hier einmal unser Zimmer. Und das Ganze ist auch noch richtig schön gekühlt. Hier ist dann erstmal ein ganz großer Ganzkörperspiegel. Dann komme ich hier zu der Toilette. Genau, es hat eben eine Toilette dabei mit einem Waschbecken und das auch richtig, richtig schön. Dann kommen wir zum Bad. Dann ist hier eben die Dusche. Und dann hier eben so eine Heizung. Und so sieht das Waschbecken aus. Und wow, das ist richtig, richtig schön. Dann ist hier ein Schrank, dann haben wir hier noch einen Fernseher. Hier haben wir noch eine kleine Minibar. Genau. So, Getränke, Pepsi, dann ich glaube das eine ist Bier und das andere, keine Ahnung. Dazu noch hier zwei Gläser und dann hier noch eben Schubladen. Hier haben wir dann unsere Handys angeschlossen. Dann hier ein bisschen, naja, nicht so ordentlich, aber gut. Und dann haben wir hier noch einen Stuhl und hier können wir uns dann wahrscheinlich ganz gut schminken. Und so sieht das Bett aus, Leute. Schaut euch mal an, wie schön das aussieht. Hier ist auch noch so ein Liegestuhl und wow. Hier hat man auch eine tolle Aussicht. Und genau, ich finde das mit dem Rot sieht richtig schön aus. Und das war die Roomtour. So ihr Lieben, ich habe euch ein bisschen ready gemacht und ich bin hier gerade in Lidl, das ist direkt neben unserem Hotel und suche jetzt mal nach Sushi, weil ich habe richtig Bock auf Sushi, meine Eltern auch, deswegen kaufe ich denen auch noch was dazu. Ja. Und ich habe gerade noch ein bisschen so Läden gefunden. Und zwar hier ist einmal Zara. Genau, dann hier Swarovski und Mango. Genau, das habe ich bis jetzt gefunden. Jetzt gucke ich mich ein bisschen um. So ihr Lieben, wir haben jetzt ausgetrunken und wir gehen auch gleich wieder los und wenn ihr mal in Slowenien seid, dann besucht auf jeden Fall diese Stadt und auch diesen Ort hier. Ich muss nicht irgendwie leben, dann was genau das ist oder wie das heißt, weil es ist wirklich so eine schöne Aussicht hier. Und genau, einfach hier so chillen. Reden, Getränke trinken und die Aussicht genießen. Ja. Die Toiletten sehen auch richtig cool aus. Schaut mal, wie es hier leuchtet. Wir laufen gerade hier weiter durch die Stadt. Hier ist auf jeden Fall schon mein Haus drin, den ich gefunden habe. Dann sehe ich hier gerade auch noch einen Müller. Thank you.
bin jetzt auf dem Heimweg. Aus, wenn eben Nacht ist und es leuchtet wunderschön, wow. Und ja, jetzt gehe ich zurück mal ins Hotel und tue mich abschminken und umziehen, in meinem Pyjama schön umziehen und dann chillen. So, ich tue jetzt mein Pyjama anziehen und dann tue ich noch Zähne putzen und all meine Skincare-Produkte sind in meinem Koffer, deswegen kann ich keine Skincare machen. Aber ja, egal. Mein Schlafanzug habe ich jetzt auch an und bevor ich meine Zähne putze, tue ich noch eine Pepsi trinken, weil ich habe ultra Durst und ich habe hier nichts anderes außer halt die Pepsi, die in diesem Kühlschrank in einer der Schubladen ist. Und ja. So, was ist das eigentlich? Ganz normales Wasser, denke ich, keine Ahnung. Aber ich trinke einfach mal die Pepsi. Ja. Also jetzt habe ich ein paar Einblicke von Slowenien gezeigt. Und ich finde es mega schön hier, Leute. Wow, also ich habe echt versucht, auch ästhetische Bilder zu machen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie morgen der Ablauf sein wird. Also ich gehe jetzt bald schlafen, dann wache ich auf und dann essen wir. Also wir frühstücken unten im Hotel. Und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Und dann, glaube ich, fahren wir schon weiter nach Bosnien. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, das sehen wir dann morgen. Und genau. Gute Nacht, Leute. Love you. Wir haben den nächsten Tag und jetzt können wir was frühstücken und dann gehen wir nach Bosnien und ich drehe auch gleichzeitig meinen zweiten Vlog für Bosnien. So ihr Lieben, ich habe das Ende von Slowenien nicht mitgefilmt, deswegen mache ich das jetzt ganz schnell. Ich bin übrigens auch schon woanders, bin hier in einem Aquapark und dazu kommen auch nochmal zwei Videos, lasst euch überraschen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren, um kein weiteres Video von mir zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye bye, habt euch lieb.